Ich kann es immer noch nicht fassen. 6000 gefaltete Dispenser servierten für 58 Dollar. Was denken die sich? Ich weiß es nicht. Und doppellagig auch noch. Das ist ein toller Tag. Das ist wirklich ein toller Tag. Wow, sieh mal, wie groß und leer der Parkplatz hier ist. Hä? Was hältst du davon, wenn du dich hinter Steuer setzt? Was sollte ich denn hinterm Steuer? Fahren. Ist das legal? Naja, nein, aber mein Vater hat mich auch fahren lassen, als ich so alt war. Nur eine kleine Belohnung, weil du Besorgung mit mir erledigst. Dann lassen wir das Kätzchen schnurren. Na los, versuch mal eine Kurve. Tina, wieso stöhnst du? Du machst das toll. Tina, entspann dich. Ruhig. Ruhig. Okay. Tina, du fährst da irgendwie auf das einzige andere Auto zu. Du hast jede Menge Zeit auszuweichen, Tina. Also fahr ganz ruhig weiter. Dann dreh der Steuer in eine Richtung oder die andere. Du drehst immer nur hin und her. Dreh in eine Richtung und dann bleib dabei, Tina. Um Himmels Willen, Tina, leg davon weg und halt an! Die Bremse, Tina, das linke Pedal, du fährst in den Wagen, die Bremse, tritt die Bremse! Oh mein Gott, das ist schlimm. Ich hab es zerstört. Stimmt, das hast du wirklich. Tja, wenigstens scheint an dem anderen Wagen nichts kaputt zu sein. Nein, ich sehe da eine Beule, da. Das ist eine Delle, nicht mal, höchstens ein Kratzer. Eine Beule ist das. Okay, wir lassen einen Zettel da. Naja, andererseits war die doch vielleicht vorher schon drin, oder? Wir müssen einen Zettel da lassen, wir müssen. Schon gut, du bist so ehrlich, fertig erzogen. Ich weiß es nicht. Ich habe das gemacht, ich war das. Ihr fahrt jetzt Taxi? Ja, wo ist das Auto? Das Auto ist in der Werkstatt, es gab einen kleinen Unfall und Was? Warte, was? Lynn. Was? Was ist denn passiert? Hey, wir sind gegen ein geparktes Auto gefahren. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Mein Baby war... Schau mich an, uns schau mich an. Uns geht's gut, Tina ist nicht verletzt. Oh mein verletzt. Gott, oh mein Baby. Halt, wie konntest du ein parkendes Auto anfahren? Warst du betrunken? Nein. Du riechst nach Wein. Wir kamen aus dem Laden für Restaurantbedarf und Warte kurz. Bob's Burgers? Oh, hi, Jimmy. Ja, der steht hier. Es ist Jimmy Pesto. Was will der denn? Hallo, Jimmy. Hallo, Bob. Kleinen Klopf-Klopf. Wird's gefällig? Nein. Klopf-Klopf. Ich bin echt nicht in der Stimmung. Klopf-Klopf. Ja, wer ist da? Du hast mein Auto angefahren, Blödmann. Ein klassischer Klopf-Klopf-Witz. Das darf nicht wahr sein. Das war dein Wagen? Hast du oder hast du nicht? Den Klopf-Klopf-Witz gehört. Ah, okay. Hör zu, was da passiert ist. Ja. Erzähl das deiner Versicherung, Bob. Ach, komm schon, Jimmy. Ich will nicht im Tarif hochgestuft werden. Ich bezahle den Schaden einfach so und... Unsinn. Bei deinem Einkommen doch nicht. Ich habe keine Zeit für einen 18. im Monat Abzahlungsplan. Ah, er hat keine Kohle. Gut, ich sag's meiner Versicherung. Und tschüss! Du fährst wie ein Furz. Furz. Also, was ist passiert? Also, ich bin gefahren und ich habe ein Auto gestreift, das ich jetzt als Jimmy Pestos Auto rausstelle. Wieso, Dad? Ich war... Komm, Tina, hilf mir, die Servietten in den Keller zu tragen. Okay. Sie soll dir helfen, Servietten zu tragen? Ja, Dad, und immer schön auf den Beinen heben. Aha. Nimm die Sackkarre. Also, in deinem Alter solltest du gar nichts tragen. Ja, du bist schwanger, Dad. Du solltest dich hinsetzen. Hey, solange euer Auto in der Werkstatt ist, kann ich euch rumfahren. Oh, danke, Maud. Aber wir müssen ja nirgendwo hinfahren. Wow. Wir dürfen im Leichenwagen fahren? Es gibt jede Menge Orte, wo wir hin müssen. Was? Wo? Nachtclubs, Tagclubs, verrauchte Cafés. Chinatown, Thai Town. Bücherei. Toll. Also ich muss jetzt los, wenn ihr mit wollt. Ich sitz vorne. Ich will im Sarg sitzen. Unfair, ich sitz im Sarg. Gut, das war ein Trick. Ich hab zu viel Angst vor dem Sarg. Darum müssen wir sagen, dass ich heute gefahren bin, okay? Das ist Lügen, das ist nicht richtig. Das ist völlig richtig. Lügen ist falsch und du solltest es niemals tun. Es sei denn, ein Idiot namens Jimmy Pesto zwingt dich, zu deiner Versicherung zu gehen. Also müssen wir dieses eine Mal lügen. Und als nächstes Meineid, Menschenhandel vielleicht? Hey, die Versicherung steigt etwas, aber wir kommen klar. Wir dürfen es nur niemandem sagen. Nicht mal Mom? Besonders Mom nicht. Sie kann nicht lügen. Ich kann doch auch nicht lügen. Weißt du was? Das ist eigentlich gar keine Lüge. Das ist ein Geheimnis. Unser kleines Geheimnis. Ah. Eine Vorgeschichte wäre nützlich. Eine Vorgeschichte? Habe ich in diesem Szenario vielleicht einen Freund? Wir sollten uns besser nur an die notwendigen Fakten halten. Oh, okay. Okay, gut. Du hast einen geheimen Freund in dieser Geschichte, über den du nur niemals reden darfst. Und wie heißt er? Sebastian. Er spielt Lacrosse. Und er liebt mich. Hm. Doch Lacrosse liebt er mehr. Na ja. Wie lang sind seine Haare? Keine Ahnung. Aber sie sind fertig. Ja.